Es ist kein Geheimnis, dass man gute Politik nicht nur vom Schreibtisch aus machen kann. Die SPD-Landtagsfraktion schritt am 14. und 15. Juni zur Tat. Ziel ihrer Reise war das Leipziger Neuseenland. Und das zeigte sich gleich zu Beginn von seiner attraktivsten Seite. Herzlich wurden die Gäste der SPD von der Geschäftsführerin des Ferien- und Freizeitparks Vorwerk Auenhain GmbH begrüßt. Mit dem Urlauberferienparadies verbinden vor allem Thomas Jog und Petra Köpping besondere Bande. Haben sie doch den Park von Anfang an begleitet. Wichtige Beschlüsse und aktuelle Themen der Politik wurden an diesem Tag zur Fraktionssitzung im Konferenzsaal des Seepark Auenhain besprochen. Ich glaube, dass das, wenn die Leute es wollen, Transparenz besser ist und dass es sich kürzer ziehen wird. Zugeschoben bekommen hat, dass wir ja die Transparenz nicht wollen. Das ist grober Unfug, das führt zu Bürokratie und deshalb muss was abgelehnt werden. Ganz wichtig war Fraktionsvorsitzenden Martin Dulich und seinem Team, bei ihren Besuchen persönlich mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Erstens erwarten wir von den Unternehmen, dass sie uns schon klar machen, wie sie die Entwicklung hier sehen und wie sie aber auch ihre Beschäftigten an dem Aufbruch, den wir jetzt gerade überall erleben, an dem wirtschaftlichen Aufbruch beteiligen können. Uns geht es schon um die Bedingungen für die Menschen hier in dieser Region. Und wir wollen eben auch, dass wenn gerade Unternehmen, die sich hier entwickelt haben und die gut am Weltmarkt präsent sind, dass sie auch diesen Erfolg weitergeben und die Beschäftigten vor allem an dem Erfolg teilhaben lassen. Denn es geht schon darum, dass man mit seiner Hände Arbeit auch seine Familie ernähren können muss. Und deshalb geht es um gute Arbeit. Und das wollen wir uns fort anschauen, wie die Unternehmen das hier machen. Auf Tuchfühlung mit dem Arbeitsalltag der Menschen ging die SPD-Fraktion bei der Siegmann Econosto GmbH und Co. KG in Zwenkau. Die Firma, welche sich auf Industriearmaturen und metallische Dichtungstechnik spezialisiert hat, ist eine Niederlassung der Dortmunder Siegmann Econosto GmbH und Co. KG. Der Standort hier in Zwenkau beheimatet das zentrale Logistikzentrum. Mit einer überdachten Fläche von ca. 4000 Quadratmetern gehört es mit zu einem der größten und modernsten Armaturenläger Europas. Ich finde, dass das ein Unternehmen ist, was sowohl seiner wirtschaftlichen Aufgabe gerecht wird, aber eben auch seiner sozialen Aufgabe. Und wir haben es ja gerade gehört vom Geschäftsführer, dass es eben wirklich so ist, dass Wirtschaft alleine nicht funktioniert, sondern dass das Gesamtgefilde funktionieren muss. Und wenn das passt, dann sind die Leute motiviert in dem Unternehmen, hat Leute eingestellt, die arbeitslos waren, hat Leute eingestellt aus ganz Deutschland. Und das ist eigentlich das, was wir auch wollen. Besucht man das Leipziger Neuseenland, darf natürlich auch die Kultur nicht fehlen. Per Solarboot und Amphibienfahrzeug machte sich die SPD-Fraktion am Abend auf den Weg nach Vineta. Die schwimmende Kirchturmspitze soll an die Dörfer erinnern, welche der Tagebau verschluckte. So wie das Dorf Magdeborn, dessen Kirchturm hier abstrakt nachgebildet wird. Magdeborn war mit 3200 Einwohnern der größte Ort, der dem Tagebau Espenhain weichen musste. Gemeinsam mit Gästen aus Politik und Wirtschaft wurden hier bei einem Glas Wein die Ereignisse des Tages ausgewertet und so manches Problem besprochen. Die SPD-Fraktion ist hier unterwegs, um als Fraktion vor Ort zu sein, sich die Entwicklung dieser Region anzuschauen. Hier Markleberg in der Region Neuseenland, Leipziger Landkreis.
um vor Ort wirklich sich Betriebe anzuschauen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wie sich das hier entwickelt hat. Und das, was wir gesehen haben, ist schon fantastisch. Das kann sich sehen lassen. Also wir sind ja auch hier zusammen mit Thomas Jurk, unserem ehemaligen Wirtschaftsminister, und Petra Köpping, die als ehemalige Landrätin ganz viel auch mit dazu beigetragen haben, dass hier auch wirklich vieles passiert an Investitionen. Ob es der Ferienpark ist, die Kanu-Rennstrecke, ob viele Unternehmen, die sich angesiedelt haben. Das ist schon wirklich fantastisch zu sehen. Zu Wasser und zu Land konnten sich die Politiker von der enormen Wandlung vom Tagebau zu einem attraktiven Erholungsgebiet überzeugen. Der Störmthaler See verabschiedete seine Gäste an diesem Abend von seiner besten Seite. Die brisante Seite der Umgebung lernten die SPD-Abgeordneten am kommenden Tag kennen. Aktuelle Probleme und Sorgen der Abfallentsorgung wurden direkt vor Ort bei der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft MbH in Großpösner besprochen. Wir sind auch hier in Sachsen aktiv und holen uns natürlich die Stoffströme hier raus aus Sachsen. Die WEV GmbH hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der westsächsischen Region entwickelt. Im modernen Wirtschaftskreislauf ist sie ein kompetentes und zuverlässiges Dienstleistungsunternehmen. Hautnah konnte sich die SPD-Fraktion über innovative Verfahren zur richtigen Lagerung der verschiedenen Abfallsorten überzeugen. Der DK3-Bereich und der DK2-Bereich sind voneinander räumlich getrennt. Mit dem Schutzschichteinbau, hier haben wir 1 Meter relativ stark. Also insgesamt in den 2 Tagen, die unterschiedlichen Bereiche von Unternehmen, die sich engagieren, die sich hier vor Ort engagieren, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sein. Auf der anderen Seite die Probleme hier auch vor Ort mitzubekommen. Wir haben mit Bürgermeistern diskutiert, wie die wirtschaftliche und politische und kommunalpolitische Entwicklung ist, und eben auch hier auf der Deponie. Also diese Bandbreite von unterschiedlichen Themen, das war für uns schon wichtig und interessant, und dass wir einfach gute, viele Leute getroffen haben, die uns erzählt haben, wie sie sich engagieren, was sie hier machen und wie sie es machen. Und das bringt, oder das, da nimmt man natürlich auch ganz viele interessante Eindrücke mit, und das war eine gute Sache insgesamt.